Schloss und können zum Schatz vordringen. Sie werden nun versuchen, so viele Perlen wie möglich mit den Händen einzusammeln, um sie in kleine Taschen, die sie an der Hüfte tragen, zu stecken. Jede Perle hat einen Wert von 250 Francs. Je mehr Perlen sie in den verbleibenden knapp 2 Minuten einsammeln, desto größer wird das Preisgeld sein, das sie mit nach Hause nehmen werden. Zwischenzeitlich haben sie immer wieder die Gelegenheit, ein Armband gegen Sauerstoff einzutauschen. Die Ozeanierinnen warten am Eingang. Nicolas wirkt desorientiert. Er würde gerne Sauerstoff tanken, doch er scheint den Ausgang nicht zu finden. Voilà, Nicolas vient d'échanger son premier bracelet contre une goutte d'air auprès d'une océane. Auf ein neues. Es bleibt noch 1 Minute. Nicolas und Karin haben schon einige Perlen gesammelt, doch sie haben noch lange nicht genug. Noch immer hat Karin keine Luft tanken müssen. Unglaublich, was sie für Lungen hat. Da kann sich Nicolas ein Beispiel dran nehmen. C'est absolument incroyable le temps d'apnée que peut tenir Karine. Elle n'a toujours pas échangé de bracelet. Die letzten 10 Sekunden laufen. Endspurt. Aus, Schluss, vorbei. Die Zeit ist um. Nun dürfen unsere Kandidaten wieder an die Wasseroberfläche. Beim Auftauchen sollten sie aber aufpassen, dass sie keine Perlen verlieren. Schließlich ist jede Perle 250 Francs wert.